Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge Diesel TV. Ich hatte es ja angekündigt, ich bin in Österreich. Ich habe 4 Abladestellen, heute 2 in Bludenz und Traunkirchen. Ich muss jetzt gleich hier mitten in die Stadt rein. Also, naja, gut, was heißt mitten in die Stadt, stimmt auch nicht, aber zumindest irgendwie an so einer Hauptstraße. Und ich habe ja mit der Kundin telefoniert und die hat mir dann letztes Mal, jetzt am Freitag, gesagt, als ich mit der gesprochen habe, ja, man müsse das da irgendwie rüberheben. Was auch immer das heißt, ich weiß es nicht. Sie hat gesagt, irgendwie über die Wiese oder über den Zaun. Und wenn es ein Zaun ist, dann wird es schwierig, weil da brauche ich ja irgendwie, weiß ich nicht, da muss ich vielleicht was basteln aus Spanngurten oder sowas, wo ich praktisch das Paket dranhänge. Ich habe das sind ja Saunen. Und das ist so ein großes Paket, ich zeige es euch nachher. Und dann muss ich halt mal gucken, je nachdem, wie das da jetzt ganz genau aussieht. Aber alles lösbar, denke ich. Jetzt ist noch von hier 2 Minuten, das heißt, es ist an der Hauptstraße hier sozusagen, muss irgendwo wohl diese Kundin sein. Es ist noch eine von den entspannteren, also der andere, das wird witzig da in Traunkirchen, da muss ich echt mal gucken. Und die zwei letzten, die werden auch interessant. Ich bin ja mit dem Stapler relativ mobil, das heißt, ich kann normalerweise ja auch an der Hauptstraße stehen bleiben und dann einfach fahren, aber wenn ich halt viele Paletten habe, dann dauert es halt ewig, ne? Wenn ich mit dem Stapler lang fahren muss, aber das hatte ich ja schon ein paar Mal auch. Ja, ihr seht, es ist hier schon wieder super toll. Ich wurde schon einmal als Arschloch bezeichnet und wahrscheinlich, glaube ich, dreimal oder so angehupt, weil ich halt da vorne auf der Hauptstraße gestanden bin. Aber ich musste erst mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Und es muss jetzt praktisch da vorne in das Tor rein. Ich zeige es gleich. Das Problem ist halt, ich habe relativ große Pakete. Ja, da muss ich erstmal gucken. Das weiß ich noch nicht. Das ist natürlich hier einfach top. Und das andere, weiß ich auch nicht, zeigen wir gleich das zweite Paket. Das liegt da gar nicht durch die Tür. Durch das Tor, das ist zu breit. Einen Versuch habe ich noch, ich werde jetzt rückwärts da hochfahren und dann stelle ich mich direkt vor die Einfahrt und dann gucke ich mal, ob ich es überhaupt durch das Tor durchkriege, weil ich glaube, selbst dafür ist es zu breit, aber muss ich halt probieren. Ich kann natürlich nicht mit 5 Meter da über die Hauptstraße fahren, ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Ach ja. Also ich werde es jetzt so probieren, ich habe jetzt oben geparkt und dann mal schauen, ob da was geht oder nicht. Junge, jetzt habe ich noch mal so eins. Oh.
Ich fahre jetzt, ich habe es tatsächlich geschafft. Frag nicht wie, es war echt das letzte Geficke. Jetzt fahre ich zurück, fahre da hoch und dann fahre ich rückwärts wieder da rein. Dann muss ich mein Zeug wieder einladen und dann geht es endlich weiter. Und hier aufräumen sollte ich dann halt auch noch. Wenigstens wird man ein bisschen entschädigt durch die Landschaft. Ich habe vorhin gesehen, ich habe noch mal zwei so große Pakete. Oh, ich hoffe mal bei dem anderen. Das Problem ist ja nicht unbedingt die Größe von dem Paket gewesen, sondern dass halt die Einfahrt einfach zu schmal war. Aber gut, jetzt beim nächsten habe ich nur eine Palette. Den rufe ich jetzt gleich mal an und melde mich an. Und dann fahre ich aber nicht hier durchs, ist das auch Inntal hier? Rheintal? Vorhin hieß es Rheintal-Autobahn, also ich fahre nicht hier rum, sondern ich fahre hier oben über München, weil das ein bisschen von der Maut günstiger ist. Und ich habe jetzt nicht so den riesen Zeitdruck heute. Wisst ihr, was übrigens auch so richtig toll war vorhin? Ich habe ja hier auf der Kreuzung da gedreht, also ich bin hoch und runter gefahren. Und ja, die Leute, also manche sind echt völlig plemplem. Die fahren da einfach durch, ne? Die kennen da nichts, die fahren da einfach durch. Wenn du da rückwärts auf die Kreuzung fährst, keiner macht mal langsam nichts. Die wollen an dir vorbei, links, rechts, oben, unten. Und wenn es dann knallt, dann ist das Geschrei wieder groß. Ja, egal. Ich habe ja gerade in Vaterstetten Pause gemacht. Jetzt habe ich nochmal, ja, gute 3 Stunden zu fahren. Und dann muss ich mal schauen. Der Kunde, der hat angerufen, die Adresse, die ich habe, da kann ich wohl nicht hinfahren. Dann hatte er irgendwie so eine Alm, da ist aber für morgen Schnee angekündigt, da kann ich also auch nicht hinfahren. Und ich meine, Alm, weiß nicht so richtig, ob das so zugänglich ist mit einem Sattelzug. Und er wollte sich eigentlich noch mal bei mir melden, hat aber nicht mehr angerufen, weil ich es wohl zu einem Kumpel von ihm fahren soll, der Platz hat. Und wenn der es da nicht abstellen kann, dann kann ich es gar nicht anliefern. Also mal abwarten. Ich denke mal, der wird sich noch mal melden irgendwie bei mir. Ich bin hier in Traunkirchen jetzt. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da am besten fahre, weil ja, das ist auch wieder interessant. Auf jeden Fall, vorne ist so eine Eisenbahnbrücke, das habe ich schon auf Google Maps gesehen. Jetzt schickt ihr mich hier hoch. Ich denke mal, das ist auch besser zum Fahren. Ja, und dann muss ich einfach mal schauen, wie ich es dann weitermache. Weil, also er meinte, da kann man locker drehen, aber ja, ihr kennt ja das. Ihr kennt ja diese Aussagen von den Kunden. Ja. Ja, bis jetzt sieht's hier einigermaßen fahrbar aus. Schon mal nach Möglichkeiten gucken, wo ich vielleicht drehen kann, weil das wird nachher noch die Herausforderung werden.
es gleich mal an. Ich muss nur eben kurz auf Toilette. Gute Neuigkeiten. Da oben kann ich drehen. Sehr gut. Dann Adresse habe ich auch gefunden von dem Kunden. Es ist gleich einfach da oben. Das läuft also. Umdrehen und so. Es ist natürlich hier, wie gesagt, also ich bin da ganz hoch gelaufen bis da vorne. Habe aber nichts Gescheites gefunden. Deswegen, da oben geht es relativ gut. Das ging schnell. Ich habe den Stapler jetzt noch nicht dran. Ich drehe jetzt erstmal um. Dann hängt er da nicht noch hinten dran. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Traktion. Und dann ist fertig für heute. So, mein Plan ist jetzt, rückwärts rum und dann wieder rund. So. Es ist halt gut, dass hier kein Schnee liegt, sonst hätte das hier nicht funktioniert. Also wieder dran, Stapler dran, gute Laune dabei. Jetzt muss ich mal gucken, ich kann noch, ja, 50 Minuten fahren oder sowas. Zack, zack, Jacke aus und dann Abfahrt. Morgen, der nächste Kunde ist von hier nochmal 3 Stunden, kurz vor Wien. Sie erreichen Ihr Ziel um 20 Uhr. Genau, der kriegt dann nochmal 4 Pakete, also da geht das meiste raus. Ist nochmal praktisch die gleiche Sauna, glaube ich, das gleiche Modell, was ich heute Morgen auch ausgeladen habe. Also auch 2 so große Pakete und 2 kleine. Ja, und da hoffe ich halt, ist auch wieder Wohngebiet, aber da hoffe ich, dass das Tor breit genug ist für die Pakete, ne? Beziehungsweise einfach genug Platz ist. Ne? Landschaftlich ist es natürlich geil hier. Und ist direkt so ein See. Ich hatte ja gehofft, ich kann da unten parken, direkt am See. Aber erstens mal komme ich nicht runter wegen der Brücke und zweitens nutze ich dann halt heute noch ein bisschen Lenkzeit. Ich muss halt mal schauen, wenn ich da irgendwo ein bisschen, also wo ich einen Parkplatz kriege. Ich habe mich hier abseits der Hauptstraße hingestellt, weil ich hatte nur noch, ja, so 10 Minuten Lenkzeit oder sowas und bis zu der Raststätte sind es 15 Kilometer. Das wollte ich mal nicht riskieren. Ein Kollege von mir, der wurde ja hier in der Gegend in Österreich, dem wurden die Tanks mal leer gemacht und die haben auch versucht, die Kabine aufzubrechen. Und seitdem bin ich ein bisschen vorsichtig. Morgen um 7.30 Uhr soll ich da bei der dritten Kundin sein. Entschuldigung, jetzt gibt es wieder Ärger. Also um 5 Uhr fahre ich hier wieder los. Ich hoffe mal, dass sich hier keiner beschwert, aber das sieht ja aus, als ob das hier alles zu ist. Ich denke mal, das passt so schon. Ja, erstmal guten Morgen. Ich bin heute Morgen um 5 Uhr gestartet ungefähr. Da war es aber dunkel und ja, dann sieht man immer nichts auf der Kamera. Ja, jedenfalls, ich bin jetzt gleich hier in Eichgraben. Ich habe schon mit der Dame telefoniert. Die ist da, die weiß Bescheid. Und dann gucke ich einfach mal, wie das da aussieht. Das ist auch wieder Wohngebiet. Sag mal, warum hängen denn die Dinger da so runter? Da bleibst du doch nur dran hängen. Da von der Laterne. Weiß nicht, was das bringen soll. Oder ist es auch für Winter, dass man weiß, wo der Bürger steht? Ich weiß es nicht. Egal. Genau, und dann mit dem letzten Kunden, da habe ich das gestern erzählt. Der hat sich irgendwie gemeldet, hat gesagt, ja, die Sauna muss woanders hin. Dann haben sie, hat sich, also meine Dispo hat sich gemeldet, hat gesagt, jo, die Sauna muss woanders hin.
dann hieß auf einmal, nein, muss doch nicht woanders hin. Dann habe ich mit dem Typ telefoniert und dann hat er gesagt, ja, er muss jetzt mit seinem Freund da das abklären, wie und was und wo. Dann habe ich gesagt, okay, dann melden Sie sich einfach, wenn Sie das wissen. Und jetzt habe ich nichts mehr gehört bis heute. Also ich rufe den nachher nochmal an und frage mal nach, was jetzt ist, weil ich, ja, genau, die Adresse, die er hat, ich habe mir das gestern Abend nochmal auf Google Maps angeguckt, also auf Google Street View. Und ich meine, ich kann da schon abladen, ich muss es halt mit dem Stapler dann zu ihm fahren. Aber er meinte, das würde nicht gehen. Ich meine, das geht. Also wenn der Kunde sagt, das geht nicht, dann geht's. Und wenn er sagt, das geht locker, dann geht's nicht. Vielleicht wisst ihr, was ich meine, das wäre so die Logik. Ah ja, egal, das kläre ich jetzt gleich mal. Jetzt muss ich erstmal da zu der Eichgrabenstraße da. Nach Eichgraben, so, nicht Eichgrabenstraße. Jetzt wird es natürlich spannend. Ich muss da vorne links. Das hatte ich mir hier auch schon auf Google Street View angeguckt. Das sah eigentlich relativ fahrbar aus. Nur mit Umdrehen wird es da oben schwierig, glaube ich. Aber... das, oh Gott, hier rein. Oh. Heide Witzka. Gut, aber das geht auch. Hier kann ich auch wieder nur sagen, zum Glück liegt kein Schnee. Sonst wäre das hier spannend geworden auf jeden Fall. Thank you.
Das war der vorletzte Streich. Ob der letzte zugleich folgt, weiß ich noch nicht. Denn sie ist jetzt zu mir. Ich soll mal warten. Bis 8 Uhr wäre wohl Deadline. Bezüglich des anderen Kunden, weil der wohl gesagt hat, er meldet sich bis dahin. Ja, jetzt ist es schon 8.20 Uhr, ich habe nichts gehört. Also ich frage jetzt mal nach. Mal gucken. Also die Ware geht wirklich zurück. Ich fahre jetzt nach Siegendorf und da lade ich dann für 99. Ah, wie heißt es? Ich weiß, ich sage es euch gleich, wohin das geht, aber da halt eben in die Nähe, wo ich auch die Saunen geladen habe. Und am Donnerstag bin ich in Borken und mache da TÜV an meiner Zugmaschine, weil der läuft jetzt ja im Februar ab. Und dann wird es auch erledigt. Hörselberg heißt es, glaube ich, wo ich nachher hin lade, genau. Also wie gesagt, eine Stunde Anfahrt zur Ladestelle, dann lade ich da mal 9 Lademeter und dann geht's ab Richtung Deutschland. Und ich glaube, wenn man da noch weiterfährt, ist man schon in Ungarn. Also die ungarische Grenze ist, glaube ich, von da, von Siegenburg oder wie das heißt, bis darüber vielleicht noch maximal 10, 15 Kilometer, wenn überhaupt, vielleicht sogar weniger. Sie erreichen Ihr Ziel um 20.30 Uhr. Ja, ich habe jetzt schon mal Hörselberg eingegeben, 780, 790 Kilometer sind das von hier. Einigermaßen gut aus. Ich muss natürlich. Oh, hey, mein Handschuh. Ich muss den Stapler wegmachen, because it's Rampenbeladung. Ist sogar weniger als 10 Kilometer. Ist vielleicht 1 Kilometer bis hierher. Da ist ja die Grenze. Beziehungsweise hier ist die Grenze an der Straße. Und ab da ist dann schon Magyaroszak oder wie man das sagt. Ja, ich würde mal sagen, läuft. Da löppt der Lachs. 20 Minuten haben die hier geladen. Das ist komplett voll. Papiere habe ich auch schon. Alles fertig, tut die komplette. Kann ich schon wieder abhauen. Übrigens, mein Blinker, der geht wieder. Also vielleicht hängt das mit dem LED-Ding da am Aufreger zusammen. Der funktioniert auf jeden Fall. Und was aber nicht funktioniert seit neuestem, ist, dass irgendwie die Liftachse nicht mehr von selber hochgeht. Also ich muss praktisch jedes Mal auf den Liftachsenknopf drücken, auch wenn der Auflieger zum Beispiel leer ist oder sowas. Ja, gut, ist jetzt nicht so tragisch, aber ich denke mal, dass das auch vom Auflieger kommt. Ich glaube nicht, dass das meine Zugmaschine ist, aber ich weiß es natürlich. Schauen, ob die da gescheite Duschen haben, weil das scheint hier mehr so ein Autohof zu sein. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich wie in Deutschland besser duschen als auf diesen normalen Raststätten da, weil es die unfair, ihr wisst Bescheid. Ja, der Diesel ist natürlich deutlich günstiger als bei uns, aber, und jetzt kommt das große Aber, guck mal, hier kostet sogar nur 1,35, aber da kann man mit dem LKW nicht rein. Ja, aber wie gesagt, das große Ding ist, dass ich mich immer noch nicht um meine Mehrwertsteuerrückerstattung gekümmert habe. Da bin ich aber dabei, weil das war bei der DKV ein bisschen blöd. Ich habe ja noch eine AS24-Karte jetzt. Die hat mir der Giseke empfohlen, die für Ausland, für Frankreich und sowas und Spanien. Und die bieten auch die Mehrwertsteuerrückerstattung an, da kann ich auch Fremdbelege machen. Und er ist da mit der sehr zufrieden und deswegen, wenn
werde ich wahrscheinlich auf die, beziehungsweise werde ich das wahrscheinlich dann über die machen. Dann packe ich mal meine Sachen zum Duschen. Geldbeutel brauche ich natürlich noch, selbstverständlich. So. Und meinen Müll entsorge ich gleich auch noch. Ich dachte, dieses Oldtimer ist was Besonderes, aber scheinbar nicht. Da kann mir mit Sicherheit auch ein österreichischer Zuschauer hier was dazu sagen. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Spezialraststätte oder so mit Oldtimer-Museum, keine Ahnung. Aber ist wohl einfach nur ja, eine Marke oder sowas. Aber das, oh, jetzt muss ich ja aufpassen mit der Musik. Kann sein, ich krieg jetzt auf die Mütze. Kontrollstelle hier ist offen, aber ich wurde nicht rausgezogen, bis jetzt zumindest. Voll. Also mal gucken, was passiert. Letztes Mal, also wurde ich ja schon mal kontrolliert, vor Ewigkeiten, als ich aus Serbien zurückgekommen bin, da wurde ich mal richtig. Wisst ihr, was ich meine? Da habe ich richtig Strafe bezahlt. Also mal gucken. Bis jetzt ist er noch ganz nett. Wir werden sehen. So. Ich habe ja eigentlich fest damit gerechnet, dass ich jetzt mit einer fetten Geldstrafe rausgehe. Aber nichts, gar nichts. Nada null. Nichts zu bemängeln. Er hat nur gesagt, ich muss jetzt bald den TÜV machen. Aber das weiß ich ja selber. Und was, wo ich echt Glück hatte, wo er gesagt hat, da hätte ich normalerweise 475 Euro Strafe bezahlt, ist der Tisch hier. Also er hat gesagt, wegen dem Tisch wäre mein Sichtfeld eingeschränkt. Ja, Mann. Wenn Herr Officer meint, das ist so. Ja, also wie gesagt, er hat gesagt, wenn mich der andere kontrolliert hätte, 475 Euro für den Tisch. Also Entschuldigung, aber ja. Und dann waren noch einmal zu kurze Pause und einmal zu viel Lenkzeit, aber nur 10 Minuten oder sowas. Also kein Problem. Der wollte ja nicht mal mein CMR sehen, das hat mich schon gewundert. Ja, und er hat mich noch mal dran erinnert, deshalb wollte ich auch noch sagen, man muss jetzt ja bei jedem Grenzübertritt immer Startort eingeben, also nicht Endeort. Ende Land, sondern nur Startland. Das habe ich auch vergessen, als ich nach Österreich reingefahren bin, natürlich. Aber da hat er gesagt, hat er jetzt noch ein bisschen Schonfrist. Und ich meine, in Deutschland gehört zu haben, dass die dir, wenn du das jetzt, also geben wir dem noch ein bisschen Zeit, ich sag mal so in einem halben Jahr oder sowas, wenn du das dann nicht machst, pro vergessener Tag oder pro vergessener Ort, und hier ist natürlich auch verkehrssicherer Anhänger, die haben sie alles weggeklaut. Also meine Kupplung vorne. Ja, also auf jeden Fall pro vergessenen Ort 35 Euro oder so oder sogar noch mehr. Das heißt, wenn du mal einen ganzen Monat das vergisst, dann gute Nacht, da kannst du gleich den Laden zumachen. Aber hätte ich jetzt hier 475 Euro bezahlt, also ne, es geht halt darum, erstens um die Verhältnismäßigkeit und zweitens um den Straftatbestand an sich oder die Ordnungswidrigkeit. Ganz ehrlich, dieser Tisch, der stört mich. Ich fahre in England rum mit dem Ding, ich gucke halt immer oben in den Rampenspiegel. Ich meine, dafür ist ja der Rampenspiegel da. Also Entschuldigung, aber naja, egal. Auf jeden Fall war der doch sehr nett. Ich dachte erst am Anfang, der nimmt mich auseinander, weil ich genau der Kontrollstelle ja, wie gesagt, schon mal auseinandergenommen wurde, aber richtig. Und ja, war dann doch echt in Ordnung. Also, Glück gehabt, jetzt schnell weg hier, schnell weg. Übrigens ist die Kontrollstelle jetzt auch wieder zu. Das heißt, ich war genau der Letzte. Und ich wollte noch sagen, das war so richtig wie beim Ding. Es gibt doch diesen Baumann-Typ da, diesen Polizisten aus Münster. Und der hat doch mal gesagt, ja, die leistungsstarken LKWs und sowas. Und ich glaube, genau so war es. Also das war so ein richtiges, die haben gedacht, bei mir finden sie was. Aber nichts gibt's. Bei mir ist alles ordentlich. Wisst ihr, was ich meine? Obwohl ich ein leistungsstarkes Fahrzeug fahre. Weil er halt erst so geguckt hat und dann hat er gesehen, oh, Scania V8, den ziehe ich raus. Ich bin jetzt wieder hier in deutschen Gefilden. Jetzt ist hier wohl noch Grenzkontrolle, so wie das aussieht.
Jo, also mal gucken, ob sie mich nochmal rausziehen. Ich bin jetzt kurz vor Parsberg. Ich fahre jetzt hier mal raus, da kommt ein Autohof. Weil hier ist schon wieder alles voll geparkt um 5:45 Uhr. Natürlich gut, da würde ich jetzt vielleicht sogar noch was kriegen hinten. Da, wo der jetzt wahrscheinlich hinfährt. Da hinten ran. Aber ansonsten sieht das hier ein bisschen schlecht aus. Jetzt hoffe ich, dass ich da was kriege. Wenn nicht, habe ich noch 20 Minuten Lenkzeit. Dann kann ich es also nochmal irgendwo probieren. Aber die Parkplätze waren wieder alle voll. Und die nächste Raststätte ist praktisch so weit weg, dass ich da dann nochmal, ja, also dass ich dann keinen Puffer mehr habe, wenn ich da wäre. Da bin und ja, momentan ist die Chance, um 18 Uhr noch einen Parkplatz zu kriegen, ziemlich niedrig. Ja gut, im Zweifelsfall kann ich vielleicht da einfach reinfahren. Ist halt bestimmt für LKW verboten. Ne, Elektrofahrzeuge. Okay, oh je, das sieht hier schon. Ne, da ist noch was. Sehr gut. Weil ich werde morgen hier in aller Herrgottsfrühe abhauen. Gegen ja, 3 Uhr ungefähr, 3.30 Uhr, dass ich da morgen auch einigermaßen zeitig oben bin bei dem Kunden. Ich brauche jetzt von hier ja nochmal 4 Stunden. Das heißt, wenn ich um 3 Uhr losfahre, bin ich um 7 da oben. 3.30 Uhr reicht auch, ein paar Minuten werde ich da mit Sicherheit rausfahren. Ich fahre ja wieder über die 71. Suhl und sowas, das ist normalerweise, also die ist tagsüber schon, ist da nichts los und nachts erst recht nicht. Meine Kamera hat sich seit langem mal wieder aufgehängt. Ja, also ich bin hier in Parsberg, ich habe das Parkgeld jetzt bezahlt, 10 Euro. Hier steht übrigens noch ein schöner griechischer Scania. Ist auch nicht schlecht. Ich habe erst gedacht, das ist der Alex Krom, ich habe ihn mal unterwegs kennengelernt. Der fährt auch so einen silbernen, hat auch einen silbernen Scania, aber 37er. Und der hat natürlich auch einen Tieflader. Aber als ich vorhin hier reingefahren bin, habe ich gedacht, das ist er. Naja. Achso, also parken kostet hier 10 Euro und 7 Euro gibt es als Gutschein. Finde ich eigentlich in Ordnung. Finde ich eigentlich, nein, finde ich fair, nicht ohne eigentlich. Naja, gut, also wie gesagt, morgen irgendwas 3:30 Uhr oder sowas. Abfahrt. Oh. So, bin ja noch am Mampfen. Es ist kurz vor 3. Ich habe schon meinen Gutschein eingelöst. Hab mir einen Kaffee geholt und bin auch einigermaßen fit und so ein Brötchen. Jetzt geht's demnächst los. Ja, ihr seht, das ist hier eine tote Hose. Ich bin der Einzige, der momentan schon wach ist. Und dann schauen wir einfach mal. Wie gesagt, 4 Stunden müsste ich um 7 Uhr da oben sein. Und dann sollte das hier alles funktionieren. Ich bin hier von der Autobahn abgefahren und ich glaube, das war falsche Entscheidung. Also noch komme ich voran, aber ich glaube nicht mehr so allzu lange. Wobei es gerade auch wieder geht. Ich muss jetzt halt mal gucken. Ich hoffe, dass dieser Anstieg hier demnächst mal vorbei ist. Und dann könnte das noch funktionieren hier. Also hier geht es jetzt, ich fahre jetzt wieder runter und danach scheint es einigermaßen eben zu sein, aber hier liegt jetzt ja auch kein bzw. wenig Schnee, aber es hat halt 0 Grad, ne? Das kann ja trotzdem in Hörselberg bzw. Eisenach.
muss jetzt einmal hier rum drehen und dann laden die mich direkt hier ab. Läuft also tipptopp. Ich habe abgeladen und ich habe was gemerkt am Auflieger. Kann sein, also ich würde mal sagen, ich beende jetzt die Folge hier. Hier ist noch mein Polizeikontrollzettel. Den tue ich da mal nach unten. Den brauche ich jetzt noch 28 Tage, falls ich nochmal rausgezogen werde. Das hat alles problemlos geklappt. Ich habe einen Stempel überall. Ja, also ich habe ja gesagt, dass die Liftachse nicht mehr hochgeht. Und ich habe jetzt aus einem Auflieger bemerkt, und wenn die Liftachse jetzt von selber hochgeht, dann bin ich offiziell, ein Fail. Nein, sie geht hoch. Wisst ihr, warum die Liftachsenautomatik nicht mehr funktioniert hat? Weil ich den Schalter die ganze Zeit auf Off hatte. Das ist... In diesem Sinne, macht's gut, macht den Fernseher off oder das Handy off oder den Computer off, geht raus an die frische Luft. Von mir kann man nämlich nichts lernen. Ein Träumchen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge hier wieder aus Hörselberg. Bis dahin, macht's gut, tschüss, ade und ciao.